In diesem kleinen Tutorial zeige ich euch, wie man wie man automatisieren kann, eine Excel-Datei, aus dieser Excel-Datei einen Serienbrief erstelle. Und zwar habe ich euch zum Download eine Excel-Datei zur Verfügung gestellt, die heißt XLSM. M steht für, dass da ein Makro hinterlegt ist. Das ist eine Adressdatei. Und zeigen möchte ich euch, wie man jetzt hier einfach per Taste drückt, einen Serienbrief erstellt. Also man muss nicht so viel wissen über Serienbriefe, einfach Adresse und dann Taste drücken. Hierzu haben wir ein und diese kleine Schulung ist für, sagen wir mal, Anfänger im VBA-Programmierung, in Makroprogrammierung und Excel. Excel wird also gar nicht so arg schwer. Die zwei Dateien, die man zur Verfügung hat, ist eine Excel-Datei, heißt hier Demo Excel Word Serienbrief. Und ja, so. Und diese Datei, die koppelt auf dem gleichen Verzeichnis eine Datei an, die heißt Serienbrief Excel. Ja. In dieser Serienbrief Excel-Datei, wenn man die aufmacht, sind schon Felder gebunden an, die quasi ein Serienfeld Eigenschaft haben, also Firma, Straße, PLZ, Ort. Und die habe ich zum Anfang mal, wie im vorigen Tutorial gezeigt, an diese Liste angebunden, die ich gerade vorhin hatte. Gehen wir mal darauf zurück. Ja. An diese Datei hatte ich die zuvor schon mal angebunden, an die Adressen, und habe diese bei den Adressen quasi diese Felder mit eingefügt, damit die schon vorhanden sind. Das mal dies. Und das ist eine Masterdatei. Eine Masterdatei hat immer diese Adressfelder drin. Ist also nicht die Datei, die nachher wirklich zum Trager kommt. Und die kann man eigentlich dann hier in der Vorschau, kann man das sehen, unterscheidet sich. Dass im echten Dokument, dann im Ausgabedokument, im neuen Dokument, die Felder umgesetzt werden in Eingabe, nicht mehr mit einem Text dargestellt wird. Das mache ich jetzt mal wieder zu. Da braucht diese Datei quasi nur im Hintergrund. Und wir konzentrieren uns mal auf diese Excel-Datei. In der Excel-Datei habe ich einen fetten Button reingemacht. Und wenn man da mit der rechten Maustaste drauf geht und sagt Makro zuweisen, dann sieht man, da ist im Hintergrund ein Makro, ein Code, VBA-Code heißt es in der Programmiersprache. Visual Basic for Applications, VBA. Da sieht man dieses Dokument bei Modul 1. Und in diesem Ding steht nichts anderes drin als ich heiße Funktion oder Subfunction, ist das als solches. Dann sagt er, erstelle mir eine Word-File, Word-Application, die muss mit angebunden sein. Hier, Doc as Word-Document, Create Object, geht auch als New Document. Und jetzt kommt das Eigentliche. Wenn du eine normale Office 2010 und mehr bist, dann gibt es das Dokument, das ich aufgemacht habe. Das macht ein Mail Merge Open Data Source. So, und das führe ich jetzt mal auf. Und anschließend wird es wieder geschlossen. Und das macht dieser schöne Button, wenn ich jetzt näher benagle. Und er liest. In dem kleinen Feld habe ich hier unter dran Serienbrief Master. Das ist eine Namensvariable. Variable Serienbrief Master File. So, das lassen wir es einmal durchlaufen. Wenn ich drauf drücke, öffnet er die Word-Datei, den Master, fragt mich noch, willst du die Adressen anbinden? Das könnte man optimieren, dass es gleich direkt macht, als solches. Dann sagt er ja, schub, schub, schub. Und jetzt, wenn man mal guckt, jetzt habe ich eine neue Datei, die heißt Serienbriefe 1. Und das ist einfach schon fertig. Das sind diese Adressen, die ich hier quasi habe. Und die kann ich jetzt drucken, verschicken, versenden, was auch immer. Und das steckt alles hinter diesem kleinen Code. VBA-Code ist kein Makro-Code mehr, sondern Entschuldigung, draufgehe, rechte Maustaste bearbeiten. Das ist kein Makro-Code mehr, sondern das ist ein VBA-Code selber geschrieben.
Wie gesagt, und ich habe hier nur so kleine Features mit eingebaut, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, die da sagen, prüf mal, ob überhaupt in der Spalte D was drin steht. In der Spalte D, dort, wenn da eine 1 drin steht, dann will ich was verschicken. Das können wir variieren, diesen Code. Ich habe den, wie gesagt, stelle ihn euch als Download zur Verfügung. Wenn irgendwas da ist, dann springt da raus, macht es. Öffne mir ein File-Object, ja, mit vom aktuellen Pfad, dort wo ich bin, einfach die Datei daneben nehme, aus der Names-Variable, den Serienbrief. Öffnen, Dokument erstellen, neues Dokument oder aufmachen, ja. Dann, wenn du das bist, dann mach einen Mail-Merge, öffne die Datenquelle, jetzt mich selber als Datenquelle und ich heiße so. Dann ausführen und dann am Schluss wieder hier machst du ein Execute und anschließend schließt mich wieder selber. Ich hoffe, das kleine Mini-Makro bringt euch ein bisschen weiter oder das Mini-VBA-Code. Nutzt es, ist ein sehr schönes Tool. Das kann man eigentlich auch, diesen VBA-Code könnt ihr in jedem Office-Objekt benutzen. Es könnt ihr auch von Access aus steuern oder von Word selber aus, von woanders. Das macht ein bisschen wenig Sinn. Aber Outlook zum Beispiel. Von dort würde es auch gehen.